Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich mit euch zusammen diesen Make-up-Schwamm hier ausprobieren. Es wird ein First-Impression-Video, weil ich habe das hier tatsächlich noch nie verwendet, wie man auch sehen kann. Ich kann euch jetzt sagen, so vom ersten Gefühl, es fühlt sich wirklich sehr, sehr fluffig an. Erinnert mich sehr an den richtigen Beauty-Blender, den ich auch wirklich immer verwende. Seitdem ich den richtigen Beauty-Blender habe, kann ich diese anderen Eyeschwämme von Ebeline nicht mehr verwenden. Deshalb bin ich übertrieben gespannt, ob das hier wirklich gut sein will. Es fühlt sich schon mal sehr gut an. Ich habe meine ganz normale Tagespflege drauf. Was ich jetzt so mache, wie immer, ich nehme mir meine Foundation, trage die erstmal mit einem Pinsel auf, so grob, und dann gehe ich mit dem Blender drüber, weil so mache ich das auch mit meinem ganz normalen Beauty Blender, und dann werde ich meine Augenbrauen machen und den Concealer mit dem Blender machen. So, Foundation grob aufgetragen. Jetzt kommt der Blender in Einsatz. Der fühlt sich gut an auf der Haut. Also ich benutze jetzt hier diese flache, dicke Seite. Fühlt sich bis jetzt gut an. Es wird sehr, sehr spannend beim Concealer. Das, was ich jetzt für die Foundation mache, ist ja jetzt so quasi der zweite Schritt. Ich habe ja mit dem Pinsel schon mal vorgearbeitet. Mit dem Concealer wird es jetzt gleich wirklich sehr spannend. Ich mache jetzt die Augenbrauen und dann kommt der Concealer. Mal schauen, ob Produkt eingefressen wird und wie das Produkt verteilt wird. Ich mache das Ganze jetzt mit der flachen Seite, die so spitz zuläuft. Und damit kommt man echt gut unter die Augen. Bis jetzt sieht es ganz okay aus. Ich finde die Form hier vorne wirklich sehr gut, da wo das so spitz zuläuft, weil damit kann man perfekt unter die Augen. Und ich gehe sehr gerne mit dem Concealer so noch nach vorne an die Nase. Deshalb ist die Form wirklich sehr praktisch. Sieht so aus wie bei meinem Beauty Blender, nur habe ich das Gefühl, dass das so mehr auf der Haut drauf bleibt, statt in die Haut so schön mit hinein verarbeitet zu werden. Mal schauen, wie das auf der anderen Seite wird. Sehr gut auch hier für den Kinn, diese spitze Form. Ich setze das Ganze mal und dann sage ich euch meinen ersten Eindruck ein bisschen ausführlicher. Ich habe noch keine Kontur oder so gemacht. Ich kann euch sagen, wenn ich so ganz nah dran gehe, habe ich das Gefühl, dass mein Concealer jetzt so ein bisschen auf der Haut drauf liegt, statt so schön in die Haut hineinverarbeitet zu sein. Aber ich finde, es ist eine sehr gute Alternative. Also mein Beauty Blender ist komplett kaputt, weil ich kriege den nicht mehr sauber, obwohl ich den wirklich nach jedem Benutzen immer wieder wasche. Trotzdem, irgendwann kann man den halt nicht mehr benutzen und muss den eintauschen. Jetzt habe ich das hier als Alternative und ich kann euch sagen, ich werde das hier jetzt erstmal ein paar Tage testen. Bin mit dem ersten Eindruck schon mal ganz zufrieden, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das so 100% Original Beauty Blender-like ist. Ich werde es trotzdem ein paar Tage testen und dann schaue ich mal, was ich so davon halte. Ich werde auch ganz viele verschiedene andere Dinge damit machen und gucken, was man noch damit machen kann, zum Beispiel Baking oder so. Ich kann euch sagen, die Form ist sehr schön. Also diese Form hier ist sehr praktisch für unter die Augen, am Kinn, aber auch an den Augen. Wirklich sehr gut. Das hier habe ich für die Foundation benutzt. Ich finde, da ist der Beauty Blender in seiner Form etwas praktischer, weil da hat man halt eine größere Form und kann so abgerundete Bewegungen noch machen. Hier hat man dann leider schon eine Kante, obwohl das hier so ein bisschen rundlich runtergeht. Ich glaube, diese Seite kann ich jetzt so gar nicht verwenden, es sei denn, ich benutze es für die Foundation so hier unten vielleicht, aber habe ich mit meinem Beauty Blender auch nicht gemacht. Das hier ist super, das hier geht. Die Konsistenz selber ist gut. Ich finde, es ist eine gute Alternative so für die Übergangszeit. Ich gucke mal,
ob ich das Ganze so gut finde, dass ich sage, okay, ich hole den Beauty Blender gar nicht mehr, ob wir uns so sehr anfreunden können oder ob ich dann doch merke, dass der Beauty Blender doch etwas besser ist. Ich kann euch sehr gerne darüber berichten, aber ich möchte dem Ganzen noch ein bisschen mehr Zeit geben. Der erste Eindruck ist schon mal okay. Schauen wir mal, was die Zeit so bringt. Das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr irgendein Drogerieprodukt kennt, wo ihr sagt, das würde ich sehr gerne mal von dir getestet sehen, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die letzten zwei Videos zu gucken. Bis dann. Tschüss.